Ja, halli, hallo, hallöchen, herzlich willkommen zurück bei Let's Play The Last of Us. Ja, wir stehen wieder mal hier mit Joel und Co. und haben hier natürlich einiges jetzt wieder erneut zu bewältigen. Unter anderem dieser Haufen Klicker da vorne. Und ich würde sagen, ich schleiche mich mal an die Viecher an hier, damit wir die möglichst killen können. Aber jetzt gibt es ja sehr viele von denen. Ich glaube, da ist nur einer. Da ist einer. Okay, der kommt jetzt zurück, der kommt zurück, der kommt zurück. Schnell zurückschleichen. Hau bloß ab. Hau ab. Wow, wow. Messer. Ah. Sehr schön. Mit dem Messer funktioniert es, die abzuwehren. Also ich brauche einen Molotow-Cocktail. Zack! Bam. Brennt, die Hunde, brennt! Jawoll! Brennt, brennt! Brennt auch schon. Okay, zwei sind schon wieder verkohlt. Der dritte will noch nicht. Bam! Nochmal mit dem Gewehr. Nochmal eins. Bam. Ja, also geht doch. Okay, weiter so. Sehr schön. Drei Klicker gleich mal gekillt hier vom Feinsten. Oh mein Gott. Ja, ja, oh mein Gott. Du sagst es. Die sind nicht gerade fein. Keine feinen Gesellen. Uh-uh. Jetzt müssen wir durch den Friedhof wandern. Aber es wundert mich nicht. Immerhin ist der Friedhof ein Gebiet. Boah, da kommen sie. Boah, einfach von hinten erstochen. Ach, das gibt's doch nicht. Hör mir auf. Da kann man bloß ganz kurz mit dem Messer reagieren. Ich wollte das Viech erschlagen. Hat aber nicht funktioniert. Darf ich jetzt wieder... Nee, Gott sei Dank. Die ganzen Viecher darf ich jetzt nicht wieder meucheln. Doch. Darf ich wieder meucheln, die ganzen Viecher? Schöne Scheiße, hey. Kotze ich doch ab hier langsam. So. Du bekommst ein Messer. Verdammt. Naja, da sind noch ein paar. Ich glaube, da hinten ist keiner, oder? Da dürfte theoretisch keiner sein. Immer schön vorsichtig. Er weiß, wo der hinrennt. Er dreht sich bestimmt gleich um. Jetzt dreht er um. Jetzt dreht er um. Oh Gott, oh Gott. Komm doch nicht in meine Nähe. Du Mistviech. Nein, der guckt schon, der guckt schon, der guckt schon. Jetzt, 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 jetzt hört er wieder nach vorne. Zack. So, Klicker Nummer 2 war das. Jetzt meucheln wir die richtig schön mit dem Messer hier wieder ab. Ah, da ist ein Backstein. Können wir auch gebrauchen. Ah, wir sind ja voll. Gut, da unten sind die nächsten zwei Klicker. Und wir haben ja noch ein paar Messer übrig hier. So, oder sind hier nur zwei, oder? Ach du Scheiße, es sind sogar drei. Das ist nicht einfach. Immer diese Klicker. Können das keine Runner sein oder sonst irgendwas? Müssen Klicker sein. So. Wosch. Siehst du, genauso. Ja, genauso. Da kommt aber schon der nächste. Haut ab hier. Versteckt euch. Mensch, Ellie. Bist du auch verrückt? Herumzustehen. Mutig ist sie, ja. Mutig ist sie. Probieren wir mal, die beiden zu erwischen. Das sind ja auch wieder zwei. Der dreht bestimmt gleich um, jawohl. Da ist der eine. Bam! Sehr gut, jetzt haben wir aber kein Messer mehr. Bam! Jetzt, nimm das! Nimm das! Nimm das! Na also, geht doch. Okay, weiter geht's. Eieieiei.
als erstes Mal hier 5 Klicker gekillt insgesamt jetzt. Schon ein ordentliches Na, es gibt noch mehr. Es gibt noch 2. Haben wir denn noch was zum Basteln? Wir können kein Messer mehr basteln. Ein Molotow-Cocktail könnte jetzt Wunder wirken. Oder eben mit dem Backstein. Beziehungsweise so eine Splittergranate wäre auch ganz passabel. Aber ich weiß nicht, ob 3 Schläge reichen. Oh, da kommt er. So. Der rennt jetzt mitten durchs Feuer und wird dann bestimmt auch angekokelt. Naja, der brennt schon, der brennt schon. Jetzt ist er verbrannt. Sehr schön, verbrenne! Burn, Motherfucker! Burn. Din, 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 Schon abziehen. Ich glaube, das war's. Wir sind noch nicht sicher. So, was haben wir hier? Ein Knüppel. Ne, da würde ich erstmal meine Eisenstange behalten. Ich meine, der Knüppel hat auch nur 4x Schlagkraft. Die Eisenstange hat noch 3x. Gut, aber ich denke mal, die ist ein bisschen härter. Die ist ein bisschen durchschlagskräftiger, hoffe ich jetzt einfach mal. Mist, verschlossen. Das gibt's da nicht. Können wir sie nicht aufschlagen? Moment. Ich habe einen Schlüssel. Ah, okay. Na, sag das doch gleich, Bill. Wir sollten sehr leise sein. So, wieder mal leise sein. Runner. Runner. Ganz ruhig. Okay, Runner haben wir auch hier. Ich spaziere mal kurz hier hinter, aber ich sehe, das bringt uns nichts. Gut, da haben wir Runner. Ach du Heiliger. Können wir die irgendwie ermeucheln? Das sind gleich 3. Die müssten wir doch erwürgen können. So. Den anderen nehmen wir gleich mit weg. Komm schon. So. Oder so geht's natürlich auch. Wahrscheinlich. Oh, da kommt jemand. Komm schon, komm schon. Ja, mach du das mal. Da muss ich nicht mein Ding verschwenden. Boah, oder so. Geht natürlich auch. So. Nicht mal das da. Ist vielleicht ein bisschen effektiver. Och, Mann. Sagte. Haben wir eigentlich auch irgendwo unsere Stange? Wo sind die? Ah, jetzt haben wir wieder die Stange. Wo geht's jetzt lang? Da oben oder unten? Wow. Ich höre schon wieder. Ach, ich höre schon wieder das Geklicke hier. Das ist doch nicht möglich, oder? Können wir hier unten eigentlich lang? Du hast vorhin nicht übertrieben, oder? So, ich denke mal, wir müssen da hinten lang. Aber mich interessiert es jetzt natürlich, was es hier im Haus zu holen gibt. Moment, da würde ich nochmal einen Molotow-Cocktail einsetzen. Zack! Burn, Motherfucker! Burn! So, da kommt einer, da kommen 2. Ja, solange es 2 Runner sind. Okay, der eine müsste jetzt auch verkokeln. Oder? Ja, ja, der eine verkokelt noch. Hallo, hier bin ich. Hier bin ich. Komm her. Ja, oder so. Geht auch. Bam, mit dem Backstein. Bam, bam. Haha, das war ja cool. Voll mit dem Backstein eines über den Kopf gezwiebelt. Sehr schön. Das heißt, wir könnten jetzt mal hier nach oben schauen gehen, was es denn in den Häusern zu holen gibt. Oh, jetzt muss ich hier die Nase jucken. Unglaublich. Aber ich bin gespannt. Gibt es denn hinterm Haus was? Ah, hier ist ein Eingang. Hier geht's auch rein, aber ich möchte nicht irgendwo reinstürmen.
Und dann haben wir den Salat. Nee, 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 so nicht. Oh, hier. Na, wieso hat denn der das kaputt gemacht jetzt? Hat er gleich mal das Ding abgeklatscht, die Schüssel. Die haben hier alles verbarrikadiert, die Bewohner, die hier gewohnt haben. Ich glaube, hier finden wir nicht allzu viel, oder? Ah, hier, was ist denn das? Noch ein Firefly-Anhänger. Noch einer. Da haben wir jetzt schon drei damit. Sieht aber ansonsten schön aus, das Haus. Hoch können wir nicht. Hier unten ist alles zugestellt und zugemüllt. Vielleicht gibt es hier noch was in der Garage. Ah, Klebeband. Und Schere und Werkzeug wieder zum Basteln. Halt, da war noch was. Ah, ein Ziegel. Sollten wir auch mitnehmen. Okay. Können wir uns eigentlich jetzt wieder ein Messer basteln? Ah ja, eins. Eins ist nicht gerade viel, aber besser wie keins. Eins ist besser als keins. Bum, bum. Könnte ich auch ein paar erledigen? Ruhe, Klappe halten. Klappe halten. Du erledigst keine Viecher, das ist zu gefährlich für dich, Mädel. So, was haben wir hier jetzt alles? Hier geht's runter, da hinten haben wir Klicker. Hier sollten wir frei haben, eine Garage. Oh, guck mal an, hier gibt's wieder Sachen. Werkzeug, Werkzeug, noch mehr Werkzeug. Propangasflasche scheint uns hier nicht weiter zu helfen. Obwohl die bestimmt auch interessant wäre. So, da unten haben wir nichts. Da haben wir einen Klicker. Sollte ich jetzt wieder einen Molotow-Cocktail verschwenden? Es ist ja nur einer, sozusagen. Boah, bist du verrückt? Boah, da! Bam! Oh, da kommen die Runner. So, hau ab hier. Batsch! Kopf eingeschlagen. Achtung, da ist der Klicker. Bill, da ist der Klicker. Boah, Messer einsetzen. Eieiei, der hätte uns jetzt getroffen hier. Scheiße, habe ich hier das Messer verschwendet. Kotzt mich gleich mal in der Fresse an. So. Das heißt, wir sollten zusehen, dass wir irgendwo noch was bekommen hier. An Bastelzeug oder irgendwas. Gibt's hier noch was? Dann können wir aufs Dach klettern. Aber ich glaube, damit können wir nicht auf das Dach klettern. Okay, können wir vielleicht was holen uns? Nee. Ah, das seht ihr mal. Hier wären wir nur den gleichen Weg lang gekommen. Wir müssen hier durch die ganzen Häuser uns quälen, durch die ganzen Gärten. Aber es ist an sich eine coole Aktion hier. Jetzt haben wir da eine Garage. Mal hören, ob da was drin ist. Scheint aber nicht so. Was haben wir denn hier so Feines? Scheint hier gar nichts zu geben, bis auf die eine Tür. Die eine Door. Door, door, door. Oh, hier haben wir was. Was haben wir denn hier alles? Oh, guck mal hier. Haufen Werkzeug. Was ist das? Ach, ein Bogen. Können wir wieder einen einsammeln. Und ein paar Pfeile auch noch. Nicht verkehrt. Nicht verkehrt. Oh. Ach, da geht's wieder raus. Und hier oben das Haus. Haben wir hier noch was? Eine Flasche. Oh, da liegt auch was auf dem Grill. Was ist denn da? Ach, eine Flasche. Bisschen Gesundheit kann nicht schaden. Und ansonsten kann man hier rein? Nee, schade. Sehr, sehr schade. Dann haben wir hier schon alles. Dann müssen wir wohl wirklich hier unten durch, durch die Garagentür. Hier lang. Sie ist von drin verriegelt. Wie wäre es denn damit? Was, die Katzentür? Joel, das ist dein Ding. So, mein Ding. Sei sehr vorsichtig. Na klar. Vielleicht wäre eine Waffe echt nicht schlecht. Okay, Bill. Drin sind noch mehr von diesen Klickerdingern.
Noch mehr von diesen Klicker-Dingern. Oh ja, da sehe ich zwei. Oh, Scheiße. Sie haben uns nicht gesehen. In Deckung bleiben. Vorsichtig. So, die lauern da rum. Gucken wir uns das Ganze mal hier an, ob wir da sehen, wie die stehen. Die stehen eindeutig blöd. Wenn wir da jetzt eine falsche Bewegung machen, dann rappelt's. Ich tue es mal hier hinwerfen, in der Hoffnung, dass die durchrennen. So, kommt her. So, die müssten brennen, die müssten beide brennen, die müssten alle drei brennen. Ne, der eine brennt nicht, wieso brennt der nicht? Immerhin brennen drei. Wow. Hau ab, du. So, da ist noch einer. So, bitteschön. Wie weit ist das Bild? Es ist nicht mehr weit. Wir müssen es schnell durchziehen. Reingehen, Batterie holen, verschwinden. Ich will da nicht in der Falle sitzen. Okay, verstehe.